Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sims 4 The Rohbau Fertigwende. Hallöchen, ich bin auch dabei, mal wieder. Du wirkst nur total. Und ziemlich verplant. Total motivatitiert, totatitiert. Hat auch einen scheiß Arbeitstag. Geht so. Man kennt es ja, wenn die Kollegen immer an einem rummeckern. Sind wir jetzt gar nicht mehr motiviert? Du hast auch gerade mal wieder den Falschen ausgewählt. Das ist richtig. Sollen wir noch ein selbstsicheres Gemälde machen? Ich glaube, du solltest ihr nochmal die Haare färben in irgendeine Signalfarbe oder so, dass du die dann links mehr erkennst. Stimmt eigentlich auch wieder. Ich finde es übrigens witzig, dass die Brille offensichtlich als Merkmal übernommen wurde von ihr. Der Kerl ist echt super. Das ist wie so ein kleiner Hausgeist. Räumt alles weg, was man liegen lässt. Ryan, der Hausgeist. Das finde ich super. Hat er nicht Bedürfnisse? Ja, aber die sind nicht ganz so wichtig. Mutti müsse sich ums Geld verdienen kümmern. Was malt sie denn jetzt wieder? Ja, aber Sonny. Mhm. Die Bedürfnisse sind, glaube ich, gerade ganz, ganz arg beim Kind im Keller. Ich weiß noch nicht warum. Weil er sich unwohl fühlt, weil alles dreckig ist. Aha. Nein, weil wegen böse gesinnt. Aha. Oh weh. Da ist aber einer gerade stinkig. Na, das kann aber lustig werden mit dem. Was machen wir eigentlich? Spielen wir mit dem Erstgeborenen dann weiter? Müssen wir das? Nö, nee, wir können uns entscheiden. Okay. Ja, je nachdem, wie das zweite Kind wird, wenn es denn eins gibt. Das weiß man ja nicht. Er ist stinkewütend, aber trotzdem. Bums. Ja. Aber die richtigen Treter dafür hat er ja schon an, ne? Würdest du das dann aber bitte dann auch wegräumen, wenn du es schon wegeskalierst? Danke. Ein tolles Bild. Bitte sofort verkaufen. Schlafen wird später, du musst Geld verdienen. Hunger? Nein, schlafen. Schnauze, schlafen. So, der Onkel ist immer noch nicht ausgeschlafen. Der pennt einfach mal schön weiter. Was können wir jetzt mit ihm hier machen? Jemanden verspotten. Finde ich. Lass ihn einfach mal irgendwo hingehen. Lass ihn sich mal Freunde suchen. Wir gehen uns Freunde suchen. Reisen. Wohin schicken wir denn den Stiefel, Klaus? Ins Städtische Museum, da können wir ein bisschen. In Park. Oder sollen wir hier in den Fit wie in den Turnschuh Fitnesscenter gehen? Da kann er sich auch austoben. Nö, in den Park. In den Magnolienblütenpark, genau. Da stand ja dieses Schiff rum, mit dem nur Kinder interagieren können. Außer natürlich, man heißt Ela und spielt da rum. Ich sag nur. Sehr ungeheuer, ja, ja. Das Hashtag ungeheuer. Da kommt die Hand. Patsch, hat man gehört. So, wir gehen jetzt sofort hier spielen. Lass ihn mal klettern. Nö. Ich verspotte jetzt erstmal die Grusel hier. Es gibt einen richtigen Zwist quasi dann zwischen den beiden Familien. The Arena. Home shield. Ja, das wollten wir so rumkriegen, jetzt wollen wir so verarschen und ärgern und verfeinern. Ja, sie lässt sich ja nicht. Der sieht schon so richtig assig aus, wie so ein Hipster irgendwie, ne? Chuba, Chuba. Tja. Snurzo, Tiba, Fazu. Arno, Chabby. Arno, Yoga. Scrap, Maloy, Mo. Der fängt bereits an. Go on, Ishi. Ah ja, anstacheln. Anstacheln klingt gut. Das machen wir mal. So ein richtiger kleiner Satansbraten, glaube ich. Dirkoi, Bevamoy, Nargi, Kumbo, Gunjoya. Ah, Neeps, Noosh. Quas? Oh, Misa. Ich glaube, das ist so eine richtig kleine Missgröße. Shurabi, Tini, Rina, Darby, Weezo. Der kriegt doch gleich voll aufs Maul. Könnte passieren. Boah, Alter, ich glaube, der ist voll, vollkommen bösartig, dieses Kind. Stab him!
Ja, Loom, Dilba. Naba. Ich glaube, ich höre mal lieber auf, ey. Ich mache hier einfach stunk. Mein Bruder will da sich anschließen von ihr? Die Schwester ist doof. Mädchen sind halt immer doof, ne? Genau, Mädchen sind total doof. Ich mag auch keine Mädchen tatsächlich. Glaube ich dir gerne. Freundlich vorstellen. Oh, der guckt ein bisschen verstört. Tolles Spiel, was ihr da treibt. Ja? Hi. Ja, ist total schwierig. Geht nicht, ist im Weg. Ich dachte, das hätte man bei Sims 3, bei Sims 4 irgendwie behoben, dieses Problem. Ich gehe jetzt erstmal Pirat spielen. Können wir vielleicht in den Dings hier pinkeln? Das wäre auch witzig. Schauen wir doch mal. Was ist denn das für ein Balken? Ach, Motorikfähigkeit erworben. Okay, ist das jetzt quasi noch so Lernphase irgendwie? Müssen wir jetzt wirklich kindliche Spiele mit dem treiben, damit der sich wirklich voll entwickelt? Zu einem absoluten Satansport, ne? Guck mal, was das Mädel da macht. Ist das ein Mädel? Ich hatte lange Haare auf jeden Fall. Das ist kein Mädel, das ist, das ist ein Pudel! An dem Klettergerüst. Im Hintergrund. Ja. Das will der bestimmt auch machen können. Ey, der ist echt nur auf Stunk aus, ey. Da hab ich schon mal was ausgewählt, ne? Heieiei. Ich würde eher sagen, da hast du was produziert. Du hast die Saat des Bösen in die Welt gesetzt. Jetzt sankt immer weiter und immer weiter. Wie können wir das denn machen hier? Ah, okay, spielen. Mal schauen, was das gibt. Ob das auch Motorik ist oder was auch immer. Ich will auf jeden Fall ins Waschbecken pinkeln. Wieso geht das nicht? Ja, das scheint auch Motorik zu sein. Na, ob er das so schön kann wie das Mädel? Sogar noch schöner. Ist auf jeden Fall schneller. Und los geht's! Hallo? Los, hopp, 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 hopp! Hör mal, wir sind hier nicht umsonst bei der Armee! Gib mal, Rubi! Hoch mit dem Arsch, bist du ganz Sandsack! Ich krieg grad nicht den richtigen Winkel dafür. Ja, und hopp jetzt! Wie war's noch gleich? Wer pennt, der brennt? Ja. Länger als 5 Sekunden still stehen bleiben und dann die Socken anzünden. Das ist ein tolles Spiel. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also wenn ihr mal eine Feier habt und einer schläft da, ne, dann die Schuhe ausziehen und ein bisschen die Socken anzünden. Ich glaube gar nicht, wie schnell die Leute wach werden, hör mal. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Wahrscheinlich auf Klo. Ja, sieht so aus. Junge, auch so zu laufen, das ist nicht gut für die Knie. Ja, und vor allen Dingen hör auf, damit das bleibt dir. Scooper. Ja. Ist er schon wieder zickig? Ist auf jeden Fall Scooper. Scooper. Freunde werden mit Sophie. Ralf kennenlernen. Nee, Sophie wollen wir nicht. Wir wollen keinen Pudel als Freund. Wir wollen keinen Pudel als Freund. Wir wollen keinen Pudel als Freund. Bindet. Was ist das für eine Schokolette? 12 Stunden Sonnenbank oder was war das? Ralf muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, soll er doch machen. Was?
Den Griech, den geht er nach Hause oder was? Nee, ah, hier ist der Picknick. Cool. Natürlich, die Hotdogs stellt man natürlich auch erstmal auf den Boden. Das macht man halt so. Ja. Wir hatten die spendiert. Wusstest du das noch nicht? Irgendwer macht sowas immer. Ja, immer. Irgendwo im Park. Kollege, lustig. Du solltest aber vielleicht mal ein bisschen Sport treiben. Du bist ganz schön lahmarschig. Oh, das ist aber auch eine Schönheit hier, wa? Ich glaube, das Essen ist von dem. Der sieht mir zumindest so aus. Ein schönes Picknick hier, wa? Also der Ort an sich ist ja schön, ne? Gibt ja nichts. Da würde ich jetzt auch gern sitzen und mir einen Hotdog essen. Ja, ist wirklich schön da. Hat er schon aufgegessen gehabt? Ich glaube ja, ne? Hoffen wir es. Ja, ist mir jetzt aber auch egal. Sims für die Reise wählen? Ich glaube, das ist falsch. Sophie Roth, was ein toller Name auch. Reisen mit. Ne, nicht Reisen mit. Ja, niemanden. Nein, dann wählst du nichts aus dem Gießen. Ja, ich habe jetzt einfach mal nichts ausgewählt und bin jetzt einfach wieder draufgegangen, denn wir sind ja schon fast wieder am Ende angekommen. Wir müssen ja jetzt gleich mal zusehen, dass wir hier mal einen finalen Abschluss hinkriegen, sinnigerweise. Das sollte ja nur ein Lückenfüller sein, ne? Ich muss nicht zum Zahnarzt. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Befürchte ich. Nee, tatsächlich ist nämlich der Download von Skysaga fertig und wir können jetzt gleich direkt in die nächste Aufnahme schlüpfen. Wie schwer vom Begriff ist, genau. Was meinte ich? Ja, du weißt doch, dass ich ein bisschen langsam bin. Mach dich doch bitte drüber lustig, du Arsch. So, das habe ich dir gegeben. Den Arsch hast du selbst, ja? Scheint so, als wäre es jetzt ausgebrochen. Mhm. Ich befürchte auch. So, was macht er? Er geht zur Arbeit. Er geht zur Arbeit und sie? Sie drückt gerade einen Viertelfünder. Oder eventuell den Nachwuchs raus, das weiß man nicht. Hat sie denn eigentlich das Bild schon fertig? Wo ist das Bild hin? Wieso hat sie kein Bild gemalt? Was ist das denn hier bitte für eine Vernachlässigung der Pop-Art-kulturellen Hintergrundgedingsgeschichte? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Hilf mir. Pop-Art-kulturellen Hintergründe. Sie hat Pop gesagt. Wenn ihr wüsstet, wie süß sie die Augen verdrehen kann. Und wie schön sie mir auf den Hinterkopf schlagen kann. Soll ich dir auch mal auf den Hinterkopf schlagen, Fräulein? Ich glaube, das tut dir ein wenig weh mit der Hand. Das ist egal, das nehme ich in Kauf. Ich glaube, das tat jetzt mehr weh als mir. Oh, das sieht gut aus. Das sieht mir aus wie ein Gemälde von einem Menschen. Wow. Ja, doch, schon. Das sieht sehr gut aus. Jeder möchte zu heute mal die Abmoderation machen. Ich, nee. Du bist ein bisschen langsamer als ich. Nee. Nee. Also, nee. Nee, ich kann das nicht. Doch, du kannst das schon. Oh, ich habe Horm. 1337 war der gerade wieder. Oh Gott, das tut ja weh. Malen der Bild fertig. Ist ein wenig, sieht ein wenig unförmig aus. Ja, der Mund wird irgendwie mal größer, ne? Ja. Das ist Pop-Art, das kommt vom vielen. Pop-Geräusch, die stecken sich immer ganz viel Popcorn in den Mund und deswegen hat man so große Lippen. Dann. Du willst jetzt noch wissen, wie es aussieht, ne? Ich will es nicht wissen. Es ist schön. Es erinnert mich an jemanden, ich weiß nur nicht wen. Ich schon. Zur Info, ich Comedian. Ich sehe nicht so aus, übrigens. Comedian. Ja? Martin. Ich habe keine Ahnung, wie er wirklich heißt. So. Ich auch nicht. So. Können wir das verkaufen? Können wir das verkaufen? Für wie viel können wir es verkaufen? Wir können es verkaufen für. Hui, für Geld. Wir haben einen Dollar daran gewonnen. Bauklötzchen. Super, ganz prima. Gut, wir sind fertig.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Sims 4 The Legacy Challenge. Hätte ich fast Skysaga gesagt. Und nächsten Freitag logischerweise dann wieder geht's weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt wirklich mal noch ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht eine Folge lang und dann mal wirklich unser Haus ein bisschen aufpimpen, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ne? Das geht ja so nicht weiter hier mit unserem Wohnbunker. Ich bin schon gespannt, wie es aussehen wird letztendlich. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.